Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Denn es heißt der TKVPK Gamer TV spielt den Fußballmanager 13. Ja, in diesem Part werden wir das nächste Spiel bestreiten. Gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, gegen. In Tottenham wieder. Okay, ja, es sind nicht mehr viele Spiele, also noch kurz. Englische Woche, 3 Tage Pause und dann Spitzenspiel nochmal. Also hat keinen Wert, wir führen total viel mit, keine Ahnung wie viele Punkte in der Liga. Es müssten genau, lasst mich kurz rechnen. 27 Punkte führen wir. Ja, dann 37, denn ist ja schon Copa Nationale und so weiter. Kann man hier noch, ich will noch mal kurz Mannschaft, ich will kurz hier den Urlaubsbeginn hinlegen. Was kann man denn da noch machen? Teamgeist. Komm, geben wir noch eine Pressekonferenz. Pressekonferenz, ist klar. Das geht gar nicht. Eine Autogrammstunde. Aber wäre auch gar nicht schlecht, ne? Wenn es ein Fußballmanager 14, sehr schnell die Pressekonferenz geben würde. Ja, genau, das wäre geil. Ja, wie man immer den Spieler. Wir sind zwar nicht die Saison ganz ungeschlagen, aber ja. Die Saison nicht ganz ungeschlagen, aber in der Liga ungeschlagen. Die Iron haben auch ein Testspiel. Ja, und dieser Part wird wahrscheinlich Mitte Juli rauskommen. Glaube ich. Ja, Mitte Juli und ich nimm's am. Muss ich kurz überlegen, welcher heute ist. 18. Juni, glaube ich. Oder 16. Juni? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall so Mitte Juni, also. Auf jeden Fall. Weil ich keine Zeit habe, irgendwas hochzuladen. Aber dafür kommen dann richtig viele Parts dann wieder. So, die Stadioninfrastruktur, immer noch 66.000 Plätze, dann gehen wir weiter. Tobias Sippel wechselt von Kaiserslautern zu Hannover. Jetzt haben die sich den geholt, den wir uns geholt haben. Yatara hat sich auch entwickelt. 19 auch. Ja, okay. Wählen Sie den Fußball des Monats. Oh Mann, weißt du, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich tippe jetzt einfach auf ihn. Und natürlich wird es wieder er nicht. Ja, Meisterliga Videotext. Können wir uns mal angucken. Und oh, Madrid und Barcelona sind im Halbfinale. Mhm. Interessant. Das ist schon Rückspiel oder Hinspiel? Frage. Und Barca gewinnt noch 1-0. Neymar schießt das Tor. Boah, wie stark ist denn eigentlich Neymar jetzt? Guck ich mal gleich. Ah ne, doch, das ist schon gespielt worden. Und Valencia sich siegt. Egal. LOL. Damit sind im Finale Valencia gegen Barcelona. Geil. Geile Begegnung. Und Tottenham ist aus der Gruppenphase ausgeschieden. Ja.
Aber es ist doch das Rückspiel, ne? Und sie sind stärker als wir. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz die Taktik an noch. Unsere Taktik ist wie immer so, kommt zusätzliche Siegprämie. 25.000. Naja, komm, machen wir 15. So viel wert ist es auch wieder nicht. Aber es ist Rückspiel, ne? Weil ich mich erinnern kann. Oder Rückspiel, ne? Rückspiel, Rückspiel? Ja, klar. 2-0, gewonnen. Ja, dann gehen wir ins Spiel rein. Es wird ein spannendes Spiel. Was ist hier? Was ist hier Aufstellung? Warum gar nicht? Ja, gegen wen geht's? Entweder gegen Liverpool oder gegen Paris Saint-Germain. Ein Sieg ist heute möglich. Der Ball rollt. Wichtig wäre, wenn wir das früher 1-0 schießen, damit die Gegner unter Druck setzen und die dann richtig viel Offensivstärke gehen müssen. Schön, dass wir auch mal Glück haben. Schade. Gonalon spielt frei auf Jimmy Briand, dessen Flachschuss nur knapp am nebenlinken Pfosten vorbeigeht. Bakary Cohn kriegt hier die erste gelbe Karte des Spiels nach einem taktischen Foul. Ja. Und nächste Chance für uns. Und wir spielen hier gegen, ja, wie gesagt, auch schon, glaube ich, Marco Höger kriegt jetzt hier die nächste gelbe Karte wegen grünen Foulspiels. Ja. Loris, der uns verlassen hat, und jetzt ein Elfmeter. Und läuft an und, oh, einfach in die Rechtecke geschoben. Scheiße. Shit. Holy shit. Na super. 1-0 hinten. Jetzt müssen wir offensiver gehen. Würde ich sagen. Glaube bestimmt. Wir können einen verteilen. Oh, keine. Oh, meine Fresse. Ich hasse es. So, aber Höger nimmt raus. Auf kommt Movember. Ja. Halbzeitansprachen. Hier ist heute mehr drin. Offensiv nochmal motivieren. Motivieren kommt schon nirgends, ihr könnt das, ich weiß es einfach. Ich weiß es. 100% noch, habe ich vergessen wahrscheinlich. Nein, wir machen erstmal 100% und Pressing, hohes Pressing. So, und dann müssen wir mal gucken. Trainer TKVPK Gamer hat seinen Spielern sicher einige passende Worte mit auf den Weg gegeben. Gefährlicher Freistoß in London. Und Torentfernung beträgt gut zwar scheint breit, kurz Anlauf, pflückt den Ball aus der Luft. Schade. Schade, Bastos. Und nicht 1-0. Oh, 2-0. Shit. Was machen wir jetzt? Stellen wir uns zurück und hoffen wir auf die Verlängerung? Oder gehen wir vor oder hoffen wir einfach? Ich weiß nicht. Und kommt schon jetzt. Oh, fuck. Kommt ein Auswärtstor, bitte. Oh, kommt schon. Nein. Oh, Glück gehabt. Los. Kommt. Los. Oh, mein Gott. Mann. 90 Minuten sind rum. Oh, geil. Jetzt sind wir ein Spieler mehr. Aaron Lennon hat die
gelb-rote Karte gekriegt. Jetzt müssen wir aber. Kommt schon, Jungs. Geht nochmal voller Angriff. Los. Kommt schon. Ich weiß, ihr seid kaputt, aber das könnt ihr. Yes, 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 yes. Jimmy Briand schießt das 2:1 und damit sind wir weiter momentan. Bitte, 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 bitte. Und damit soll es doch gelaufen sein. Bitte, bitte, schieß mal nach vorne. Yes. Yes, yes, yes. Endlich. Wir sind weitergekommen. Yeah. Wir gewinnen nachher ein Rückspiel. Ach du Shit. What the fuck? Wieso spielen die 7:2? Hä? WTF? Was haben die genommen? Boah, Alter, ne, das geht gar nicht, ey, ne? Aus der eigenen Liga. Gegen die wir gleich spielen werden. Scout-Bericht. Ist auf eine Verträge. Und wir sehen sie auch noch angeschlagen. Wirtschaft gewinnen, Pokalprämie 4 Millionen. Marktbezahlung 2,04 Millionen. Bitte Wirtschaft noch angeschlagen. So, bisschen, ja. Neue Differ-Fan-Artikel, kommen gleich. Zusätzliche Budget von. Oh Mann. Scheiße. Ich weiß ja nicht, wie viel haben wir noch? Wir haben noch 15 Millionen. Sollen wir, also handeln müssen wir, aber für wie viel wollen wir ihn gehen lassen? Und die Frage ist denn, wen kaufen wir uns? Boah, ich habe keine Ahnung, wen wir uns kaufen sollen. Ich guck mal kurz bei Transfermarkt. Und zwar Suchkriterien, das heißt, er muss also mindestens 80 haben. Das ist ja logisch, ne? Mindestens, also er muss, darf maximal 27 sein, sonst müssen wir zu oft einen neuen Spieler holen. Darf nicht verletzt sein. 3,5 Sterne muss er mindestens haben. Und er muss ein HS ist er ja, ne? Ein HS mit fleißig, sag ich mal. Und nur beste Position und Marktwert maximal. Achso. 20 Millionen. Na gut. 20 Millionen. Gehalt maximal 5 Millionen. Nur realistisch Transfer. Geil. Oh Mann. Ja gut, fleißig im Sturm, das reicht, denke ich, auch mal hier, die hier, ne? Auch nicht? Oh Mann. Ja gut, Stürmer, ich denke mal, Stürmer hat das System ein bisschen um, ne? Alter, was wollt ihr denn? Oh, ich habe noch keine Hobbys. Ich probiere noch mal eins. Ach, ne, klar, ey. Toll. Na, super. Ah. Ich weiß, wen wir uns holen. Oh, der ist so teuer. Oh. Cool. Nee, Alter.
Der ist so teuer, der ist sau teuer, der. Ach Mann, ich habe keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, wen wir uns holen sollen. Gucken wir mal bei Stürmen hier, warte. Vielleicht irgendwie noch. Kann man jetzt machen? Ich bin auf der Suche nach irgendeinem Stürmer. Ich weiß bloß nicht wo. Ich weiß bloß nicht wo. Einer Kandidaten. Preußen Münster. Ich will bitte gerne so ausland oder umziehen. Adebayor vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, irgendwas habe ich auch jetzt. Genau. Die hatte ich auch mal ein Tutorial zu gemacht. Ich würde mal sagen, wir gucken uns mal von City einen Stürmer aus. Ja, Güro wäre natürlich der Traumkandidat, ne? Guck mal, was der für Werte hat. Aber guck mal das Gehalt an und sein Marktwert, ne? Das ist auch, geht auch gar nicht. Subotic wäre noch da. Tevez wäre sogar noch ein Kandidat. Ah, die müsste man wieder das Gehalt runterschrauben, ne? Und das ist auch schon nicht mehr der Jüngste, ne? Edin Dzeko wäre vielleicht auch noch ein Kandidat. Wäre auch nicht so teuer. Balotelli. Eigentlich hasse ich den. Derbe. Aber ehrlich, richtig derbe. Ja, und Balotelli ist voll lieber. Den würde ich auch. So hart würde ich auch gern kaufen. Aber jetzt haben wir ja schon einen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Sinclair wäre für unser zweiter Bekorder. Die sind so. Die sind so gut, ey. Gucken wir uns mit Chelsea. Petr Cech. 84. Eden Hazard. Ist auch so teuer, ne? Naja. Marta brauche ich nicht. Oscar wäre noch ein Kandidat. Oder Hulk? Ah, der spielt aber in St. Petersburg. Da brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Torres, er ist schon 29. Lampard 34 auch schon. Gustavo haben sie sich schon gekauft. Brauche ich nicht, obwohl. Ne, noch nicht, den nicht, aber. Storage wäre vielleicht noch für Lacazette wäre vielleicht nochmal gut. Benjamin Ferreira, Victoria Moses, Malouda Marco Marin. Marco Marin von Werder Bremen. Egal. Naja, und hier hinten wird es dann nichts mehr. Ne? Also, ich gucke mir das jetzt nicht von allen Teams an. Also, vergiss es. Also, hier von Tottenham noch, United, Liverpool, Arsenal und Fulham, beziehungsweise vielleicht Newcastle oder so. Oder vielleicht noch Queen Park Rangers. Ja, Gareth Bale, viel zu teuer.
Aber ja, zu alt. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Bembele wäre ein Kandidat. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Schlecht, brauche ich nicht. Ricky van Wolfswinkel. Dann können wir auch ins Blickfeld nehmen. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ja gut, dann war's. Das war's auch da. Gucken wir bei Menü. Teuer. Brauche ich nicht. Obwohl, den Innenverteidiger. Ah, der ist schon 31, zu alt. Zu alt. Zu alt. Zu alt. Zu alt. Zu schlecht. Zu schlecht. Schlecht. Shinji Kagawa. Brauchen wir ins Blickfeld aufnehmen. Dreher. Javi Hernandez. Auch ein junger Spieler, auch schon gut. Ich guck mal gleich wegen Neymar, wie viel der wert ist, Alter. Hat ja jetzt zu Barcelona gewechselt. Und AS Monaco will sich Ronaldo kaufen für 130 Millionen. Die haben noch keine Hobbys, Alter. Alter, Leute, guckt euch an das Alter. Der hat eine 74 und ist 39. Sag mal, der Junge hat's noch nicht mal alle. Füße. Mit 39, meine Fresse. Und der war nur bei Manchester United. Alter, 33 Jahre lang. 644 Spiele hat er gemacht und 114 Tore. Und der beendet auch diesen Vertrag. Alter. Geil. Lindegaard. Ist auch schon so alt. Und hier gibt es dann auch nichts mehr. Obwohl ihn hier schön jung, schön viel Talent. Also auch schon 13 Millionen wert. Aber naja, das soll es erstmal für die Folge gewesen sein. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. TKVPK Gamer TV spielt den Fußball Manager 13. Bis dann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Dennis heißt wieder. TKVPK Gamer TV spielt den Fußball Manager 13. Ja, wir haben. Mir ist übrigens aufgefallen im Kalender. Wir haben. Also zwei Sachen. Messen wir, ne? Also die erste wäre. Wir haben. Welchen Platz sind die? Ich weiß keine Ahnung. Mal kurz gucken. Fünfter. Fünf. Nur Fünfter. Cool. Ja. Das wäre nochmal schön als Generalprobe fürs Europa League Finale. Dann und nice. Start rein. Dann ist mir noch was aufgefallen, nämlich, dass ich zwei Spieler frei gemacht habe. Wieso auch immer. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich essen gehen. Genau, das wollte ich machen. Ja, dann kriegen die einen Tag vom Dingens von der Nationalmannschaft kriegen die noch frei. Wann ist hier mal wieder ein Spiel? René Adler und Klo sind verletzt. Wie lange? 8.5. 11.5. Ah, die sind bald wieder fit. Ja. Wann haben die wieder das Spiel? Mai, Juni. Oh. Und dann. Achso, hatten wir schon. Ja, gut. Ja, dann geht's weiter. Manchester City vor Millionentransfer. Ich habe eine Idee. Ich habe eine geile Idee. Dürft ihn für 15 Millionen haben. Aber wir wollen eine Rückkaufoption von
14 Millionen? Eigentlich weniger haben. Nee, dann nicht. Nee, gar nicht. Wenn die 15 Millionen bezahlen. Ich meine, er ist schon 30, ne? Der ist Argentinier. Eigentlich. Und Italiener. 15 Millionen. Finanzen, geht's runter oder rauf? Es geht rauf. Schön. Ich weiß wieso das ist so hier. Trainingsplätze steigern als Mannschaft ist ausgebaut, sehr schön. Fanartikel, Verkauf bzw. Produktion. Brauche ich nicht, das brauche ich auf Level 9. Und dazu muss das Vereins. Oh Mann. Oh, dass man hier nicht mehr als 2 aufgeben kann hier. Das ist also Level 1. Und dauert 58 Tage. Oh Mann. Scheiße. Naja, auf jeden Fall geht's jetzt ins Spiel. Nachdem ich nochmal kurz schnell gespeichert habe. Warten, warten, warten. Ja. Kommen wir kurz noch in Nachrichten rein. Sandro Lopez. Sich nicht, okay. Eigentlich wäre es ja schön, wenn Lopez hier bei uns die beendet, die Saison. Ja, im Textmodus. Wie immer. Wie auch sonst. Und wir werden ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Ja, Anpfiff erste Halbzeit. Frage ist, wird Lisandro Lopez heute auch wieder treffen und wir geraten gleich in Rückstand. Das fängt ja super an. Richtig super fängt das an, ey. Schon mal Strategie 1. Bisschen weiter so. Bei Rico, nach einer Tätlichkeit kriegt er nur die gelbe. Nur die gelbe. Und schon Ausgleich. Es kann nicht sein, dass sie in der 5. Minute schon den Ausgleich kriegt. Geht doch. Ist 1-0 und jetzt den Ausgleich. Sehr schön. Na, ich warte noch immer. Na komm. Komm, bis Halbzeit spielen, sollen sie noch so spielen. Und Glück habt. Oder Glück habt. Bastos versucht es immer wieder über die linke Seite. Ich lasse die jetzt nicht so weit vorne, aber ich lasse die jetzt auch so auf der Höhe von Lopez. Laufen. Genau. Und 2-1. Schade. Unbedrängt schafft Gonalons es nicht, aus dem Ball aufs Tor zu bringen. Oh, schlecht. Muss er. Den muss er reinmachen. Dann kommt schon. Dann kommt, geht einmal drauf noch. Nee, das will ich nicht. Und geht nochmal drauf, Jungs. 10 Minuten noch. Na kommt. Ja, wegen rüden Foulspiels. Du bist auch ein rüdes Foulspiel, Alter. Schiri. Naja. Wenn man unentschieden. Mal wieder.
Wir haben nur 16 Gegentore, damit sind wir die beste Defensive der Liga. Und die beste Offensive der Liga. Naja. 1-1 nur. Statistiken, Ergebnisse stimmen, bla 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 bla. Spieltagsstatistik, oh, wie hoch haben die ihn gewonnen heute? Mann. Teamleistung, war jetzt nicht richtig besonders überragend. Mies muss mal wieder aufholen. Aber seht euch das mal an, Alter, ne? Gummis und Lopez hier. Aber Gummis war ja lange verletzt. Deshalb, tja. Ist auch wieder, leider. Ist er nicht mehr. Sag schnell hier. Sag schnell hier. Na egal. Deshalb hat er nicht mehr so viele Tore geschossen. Was? Zwei rote Karten und eine gelb-rote. Aber naja. Rechenverhandlung ab, okay, wenn die 15 Millionen nicht annehmen, also 15 Millionen für weniger lasse ich ihn nicht gehen, das kann ich vergessen. Mindestens ein Jahr, das hat halt nichts zu tun. Ja. Der hat was zu tun hier. Allgemeines Scouting. Guck mal, in Frankreich. Macht irgendwas. Hier war es Bolzplatz, Einwein. Eine hier. Novello. National. Ja, kann man auch machen. Liga beobachten, nee. Futsal beobachten, nein, auch nicht. Das kann er vielleicht machen hier, ja. Brauchst nicht. Boah, geh mal weiter, ne? Ich mache jetzt ein bisschen durch Boostbrush-Modus. Weil ich auch keinen Bock mehr habe, so lange jetzt noch die Saison zu rauszögern. Bestimmt ja auch nicht, ne? Ich habe jetzt noch das eine Spiel, das Halbfinale hier, wird auch gerade Autosave durchgeführt. Ja. Ich bin gespannt, gegen wen wir im Finale treffen könnten. Ich habe überhaupt nichts mehr im Kopf, ey. So, wir haben noch Sponsoring. Sie haben nicht mal alle Banden. Nee, sie haben noch Banden, ne? 36 noch? Haben die ja alle abgesagt oder was hier? Oder? Verhandeln. 14.000. Anzahl erhöhen. Ah, komm, dann nochmal so mal erhöhen. Nee, weiß nicht, gut. 14.000 wäre auch ein bisschen wenig gewesen, ne? Für 8 Banden. Ja. Was ist das hier? Jugendspiel entdeckt. 16-Jähriger, 53-Jähriger. 3 Sterne. Ja, kannst du machen. Ja. So, die Trainingsziele werden wir sehen noch, die Saison. Und dann geht's auch ins nächste Spiel. Also jetzt habe ich gar nicht geguckt, gegen wen wir spielen können. Ich glaube, ach, keine Ahnung. Kämpft um jeden Ball. Es waren Bordeaux und Boy. Und wir liegen gleich mit 1 zu hinten. Oh Gott, Mann. Gott verdammt. Shit. Oh, es wäre aber nicht so dolle, dass sie denn gleich wieder in den Rückstand geraten und dann wieder in die Verlängerung gehen. Aber jetzt ist ja zum Glück Ausgleich. Also wieder in die Verlängerung gehen und dann ja, das wäre scheiße. Dann würden wieder alle so kaputt sein und die sind jetzt ja alle so frisch. Also jetzt müssen wir es dieses Mal reißen. Und wenn, dann müssen wir in der Verlängerung noch die Führungsspieler rausnehmen.
Gefährliche Freistoßchance von 18 Metern. 19 Metern. Schießen läuft an. Gut, Glück ab. Ja, Flanke von Rebellier kommt leider nicht an. Na, gibt es heute noch eine Chance für uns? Ich hoffe es doch. Naja, Verlängerung wird nicht. Och Mann, ey, das kann nicht sein, Alter. Oh, nee, 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 nee. Riesenchancen, ja. 5 gegen 3 wird's. Los! Schieb ihn rein, yes! Geht doch, so viel Erfahrung hat er anscheinend auch schon. Oh, na, endlich. 2-2. Wie steht es in der anderen Partie? 0-0. Oh Jungs, kommt, das darf jetzt nicht auf die Verlängerung rausgehen. Kommt die Defensive, ey. Was ist hier besser könnt man? Ich weiß es. Ich weiß, dass ihr es besser könnt, garantiere ich euch. Ach nee, jetzt hat der sich verletzt. Prio. Was mache ich jetzt? Wen soll ich bringen? Jetzt ist die große Frage. Kann der auf den. Nee, kann er nicht. Kann Höger? Ja, er kann. Ich bin mir so. Yes, 3-2. Zweimal Partie gedreht und jetzt selbst in Führung gegangen. Yes, jetzt läuft's. Lass den Ball rollen, Jungs. So geht das doch. Super. Geht doch sehr schön. Komisch, sobald Jimmy Briand rausgekommen ist, sind die Tore gefallen. Stadion ist ausverkauft. Vielen Dank. Und? Oh, schade. Schade. Kopfball, beziehungsweise ein Schuss geht 2 Meter am Tor vorbei von Marco Höger. Nach einer Ecke von Antonio Rebellier. Ja, der nächste Wechsel hier und ich will auch mal wechseln. Kommt nämlich nochmal Dabo rein und Fofana für Gonalons. Kriegen ja nochmal ein bisschen Spielpraxis. Oh, ja. Ist ja gut. Defensiv finden, sicher stehen und dann klappt das auch. Ja, Oberschenkelzerrung. Und sagt, glaube ich, eine Oberschenkelzerrung oder auch Verletzung. Ich weiß nicht, mal gucken. Ja, wow. Jetzt habe ich mir gedacht, dass er verletzt ist. Ach, die 7. Ach, Mann. Na, egal. Werden wir sehen. Mo. Scheiße. Na? War das vielleicht 6 Minuten zu spät? Zu früh. Zu spät, ist klar. Zu früh. 5 Minuten? Sag mal, Schiri, willst du mich verarschen? Ah, geht doch. Danke, Schiri. Ja, ich weiß, ich wirke müde, aber das muss heute mal sein. 4-3 gewinnen wir. Das ist schön, das ist richtig geil. 4-3. Gegen wen spielen wir jetzt? Gegen Brescia. Im Finale.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ja. Wollte ich auch sagen, aber 4 zu 3. Oh, ganz schön hier. Ordentlich. Ja, super. Guck mal noch drauf an hier. Ja, Fair Play. Eine Woche ist er verletzt. Glück gehabt. Schienbeinbruch und oh. Oh. Er kann nicht mehr spielen. Und das ist bestimmt. Das ist einer der Führungsspiele. Ich weiß nicht. Nochmal sehen. Ja, unsere A-Union haben auch gewonnen. 4 zu 1 gegen Nice. 3 Spiele noch gegen Paris Saint-Germain haben wir das Hinspiel 0 zu 0 gespielt. Am 37. Spieltag haben wir gegen Nice 1 zu 1 gespielt. Und gegen Stade Reims am Hinspiel 2 zu 1 gewonnen. Ja. Montpellier ist nur 12. Überleg mal, ne? Die sind 12. Die sind Meister geworden, ne? Überleg mal jetzt, ne? Die sind Meister geworden. Das ist richtig schlecht. Und ein Top-Spiel, ein Spitzenspiel steht an. Die sind ja auch nur 5. Ne? Also. Aber schon eine ordentliche Generalprobe. Also. Gegen Tottenham mussten wir uns ja ganz schön durchquetschen, ne? Und hier wird dann auch nochmal eine extra Herausforderung. Gabriel ist ja wie gesagt verletzt, dafür kommt mal Höger auf seine Position. Und Brion dann für Fofana. Und Brion wieder für Umiti. Der wieder für Lovren reinkommt. Ja, so spielen wir erstmal. Ja, genau, okay, gut. Und dann kriegen wir kurz die Nachrichten noch rein. Fällt aus, ja, wissen wir schon. 9 Tage. AS Monaco, die sich. Ja, wie soll ich sagen? Die jetzt Geld ausgeben wollen, wie, als wenn die keine Hobbys hätten. Also. Die wollen einfach nur. Ich find's einfach nur schade. Ich find's schade für den weltweiten Fußball, dass Monaco jetzt schon länger eigentlich, glaube ich, vom Scheich gekauft wurde oder so. Und die sich dann jeden Spieler nach Lust und Laune holen. Das finde ich schade. Das finde ich einfach schade, dass der normale Fußball denn nicht unterhalten wird. Na, wie lange brauchen die Fanbrille noch? Hallo? Ich will das neu entwickeln. Ach, halt doch die Fresse, ey. Dann brechen wir das mal kurz ab hier. Und das weiterentwickeln, ja, so. Genau. Ja, und dann zum nächsten Part, wenn es wieder heißt. TKVPK Gamer TV spielt den Fußballmanager 13. Bis dann. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Denn es heißt wieder TKVPK Gamer TV spielt den Fußballmanager 13. Ja, wie gesagt, schon beim letzten Spiel. Also, wir gehen jetzt erstmal in dies hier rein. Wie gesagt, schon im letzten Spiel hatte ich ja schon angesprochen, dass ich das schade finde, wegen Monaco und so, dass sie irgendeinen Scheiß. Warte, kurz, konnte Fofana nur mit einem Foul stoppen. Scheint breit, läuft an in den Winkel. Yeah, I like it. Yeah. Ja, wie gesagt, das kann man ja kurz mal gut weiterlaufen lassen. Sag ich nachher noch was zum Ende des Spiels. Ich find's schade, dass Monaco sich jetzt, dass irgend so ein Scheich meint, er muss die
die geilsten Spieler in seinem Verein haben und muss sich Ronaldo für 130 Millionen kaufen. Das finde ich schade, also ich hoffe natürlich, Madrid wird es ablehnen, genau wie letztens hier unser Gegner Paris Saint-Germain Spaßangebot für Rooney von 100 Millionen gemacht, glaube ich. Also, von daher. Oh, Amand hat sich verletzt. Ist das jetzt ein Führungsspieler gewesen? Wie lange? Lange, ich will wie lange wissen. Nicht unbedingt. Oh, da kriegen wir den Ausgleich. Na toll. Javier Pastore. Das ist ja auch ein Kandidat vielleicht. Oder Lavezzi. Glanzparade jetzt hier von Sirigu. Stadion ist nicht ganz ausverkauft, aber auch nochmal auf Monaco zurückgekommen. Ich finde es einfach schade, dass, ja, dass so den, die sollen sich spielerisch weiterspielen und nicht jeden Scheiß kaufen für 200 Millionen. Das ist mir nicht behindert. Also, naja. Könnt mir eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wollt. Und zurzeit steht es hier 1:1. Und immer noch. Ich wusste, dass ihr es packen werdet. Offensiv noch mal ein bisschen motivieren. Immer loben hier. Assistent kann ich mal durchmassieren lassen. Riesenchance Leo. 5 gegen 4 Überzahl. Läuft alleine frei vor. Zieht ab. Oh, schade. Naja, Sirigu ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Also hat auch schon sehr, 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 sehr viel Erfahrung. Und Pastore hat sich verletzt, ein Schnittwunde am Oberschenkel, das dauert nicht so lange. Schade. Also, ja, nicht schade, aber gut für uns halt. Klasse Dion Albers von Maxime Golan und zu Marco Höher, der auf den rechten Flügel vor der Grundlinie erreicht und Zeit hat, den heransprintenden Lopez zu warten. Millimeter genau fliegt der Vorlage auf den Kopf des abgezockten Mannschaftskapitäns, der aus 8 Metern wuchtig einknickt. Ja, Bakary Cohn kriegt hier noch wegen groben Foul, spielt noch die gelbe Karte. 1 Minute Nachspielzeit gibt's noch. Und, oh, schade. Fast noch klar gemacht mit dem 3:1, aua, gerade gestoßen. Ja, damit, sehen wir uns dann. Oh, ich kann mal ein bisschen weitermachen, ne? Oh, der hat wieder 2 Tore geschossen. Alter! Ja, wie lange ist denn der jetzt verletzt von Paris? 1 Woche, 3 Tage, 2 Wochen. Wann ist das Finale? November, ja. Ist ja gut. Wollte schon. Ist immer das Beste. Ist keine. So, er ist verletzt für 5 Tage noch. Er fällt auch aus. Oh, das ist 1-2. Dafür sind die auch richtig geschwächt, aber wir haben ja noch ein paar Reserven. Genau, wie wir mit spielen. Parker wieder rein, falls sich der Tor verletzen sollte. Ist noch zu 0% entwickelt. So, dann haben wir noch 4 Spiele. Dann werde ich dann immer 2 Spiele pro Part machen. 15-jähriger 52, ja, kannst du auch mal machen.
Zum Beispiel, ja. Ja, 2-2, das machen wir dann im nächsten Part. Ne? Machen wir das? Ja, machen wir es, okay. Ja, Sponsoring nochmal. Leere Banden, 8 Banden Unterhaltung. Wie viel wollen wir? 12.100. Na, müssen wir aber nochmal 3.000 drauflegen. So, okay. Wollten sie nicht, also Pech gehabt. Ja, gehen wir weiter. TKV-Video. Geld für lang. Aber noch. Okay, gut, ja, dann nimm es an. Ja, das Halbfinale. Nee, das Finale schon. Halbfinale wurde gar nicht angezeigt, aber egal, ne? Ja, das Finale in der Amsterdam Arena. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ich glaube aber schon. Und die Luftlinie ist nur 395 Kilometer. Es ist ja in Holland. Ich habe keine Ahnung jetzt genau, wo Frankreich liegt. Aber fliegen nicht hoch. Ich weiß gar nicht. Aber Lyon liegt oben, glaube ich, und Paris so in der Mitte. Wenn ich mich recht entsinne, glaube ich. Würde ich sagen, ja. Auf jeden Fall. So. Und ein Finale steht an. Europa League. In Klammern Finale. Das Endspiel steht an. Und jetzt sind wir gespannt. Ich drehe nachher nochmal ein bisschen die Mucke auf, wenn wir den Titel gewonnen haben. Wenn wir ihn gewinnen sollten. Was ich natürlich hoffe. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. TKVPK Gamer TV spielt den Fußball Manager 13. Bis dann zum Finale. Oh, tschüss. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Denn es heißt wieder TKVPK Gamer TV spielt den Fußball Manager 13. Ja, in diesem Part gehen wir ins Europa League Finale. Oh. Und ein Sieg ist heute möglich. Ich gehe mal kurz in die Taktik. Weil Ibrahim ja nicht. Ja, das ist hier. Gonalons nimmt sich Ibrahimovic. Fofana nimmt sich Inge. Bastos nimmt sich Menez. Und Höger Lavezzi. Genau. So machen wir das. Das ist jetzt mal die Ausstellung. Drei Spitzen wollen die spielen. Und sie sind sehr, 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 sehr offensiv ausgerichtet. Das heißt, müssen sie auskontern. Das heißt, kein hohes Pressing, sondern lange Bälle. Riesenchancen in Amsterdam. Olympique Lyon. Nimm mir Schall. Ihr läuft ganz alleine auf zu. Zieht ihr ab. Oh, schon jetzt da unten und hat den Ball. Schade. 2-0 für Paris jetzt. Nach gehaltenen Bällen, also beziehungsweise verwandelten Sirigu. Ist ihr Name. Und yes, 1-0 für Olympique Lyon. Und mal wieder hat Lisandro Lopez geschossen. Mit einem schönen Schuss in die lange Ecke. Jetzt auf keinen Fall nachlassen, Jungs. Motivieren nochmal die Offensive. Ich weiß, dass ihr es könnt. Kommt. Weiter. Weiter Druck. Weiter Druck. Guck mal, Inés kriegt hier die gelbe Karte. Und die sind auch nicht in Top-Besetzung. Kommt. Gut, ja. Na, kommt schon. Los, 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 los.
kommt, 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 kommt. So, jetzt sind die. Jetzt kommt wahrscheinlich der Joker oder so noch. Aber das sollten wir doch jetzt, hinkriegen. Und 72. Ich werde jetzt extra keinen Wechsel. Aber ich schätze mal eine halbe Stunde halten hier noch durch. Ne? 10 Minuten sind noch zu spielen. Das wäre natürlich. Oh, jetzt kommt Zlatan Ibrahimovic raus und Jamairo, der ist richtig gut. Der Joker jetzt noch, ne? Und da kriegen wir den Ausgleich. Ah nee, oh. Ich Idiot, ich muss auf den Bildschirm gucken. 2-0 für uns, und damit ist alles entschieden. Sehr schön. Ich guck da so, oh nee, 1-1. Ach man, scheiße. Nee. Nee, Quatsch, Bakary Cohn. Kopfballtor. Und genau. Ja. Kopfballtor und rein das Ding. Und damit 2-0 gewinnen wir die Europa League. Und das Double haben wir perfekt gemacht. Mal das Triple holen noch. Und die Copa National ist mehr wert als die Copa de League. Ja. Und wir haben den Titel geholt. Und ich habe keinen Kommentar. Vor den Ton. Naja, schon. Was soll ich da schon, ne? Und ich glaube, gleich kommt die Einspielung, dann nehme ich mal kurz das Titel. Ah, nee. Quatsch, ich habe gar keine Sounds an. Egal, auf jeden Fall, ups, jetzt weggedrückt aus Versehen nochmal. Und Olympic Lyon hebt die Hände in die Luft, gewinnt die Europa League. Am 15. Mai 2013, Olympic Lyon. Macht das Double perfekt und in 2 Tagen wollen sie auch gegen Stade Brest bestehen in der Coppa Nationale. Die Verletzungen. Und wir haben ein Manager-Level gewonnen. Episch. Brian ist wieder fit. Super, dann kommt der auch gleich wieder in die Aufstellung rein. So, Manager Level plus 1. Yeah. I like that. Epic. So, höher kann er da bleiben eigentlich. Schon wieder her ran. Dann kommt Mike Brandkur für Jimmy Brio rein. Ja. So, genau. Und und dann für Höger. Genau, so bestücke ich die Mannschaft. Haben noch Nachrichten, neue Gegenstände im Hintergrund verfügbar. Spinne. Egal. Und auch wie in Wirklichkeit findet das Champions League Finale in London statt. Auch hier im Fußballmanager 13. Ja, im vorletzten Part werde ich nochmal, also dieser Part noch, das war's, ne? Nee, dieser Part endet gleich nach dem Spiel hier. Dann kommt noch ein Part nach dem Spiel, zwei Part, und dann kommt nochmal nach diesem Spiel und dann nochmal ein extra Part. Beziehungsweise kann ich eigentlich gleich hintereinander machen. Wenn wir hoffentlich das Triple gefeiert haben. Und ja. Ja, dann gehen wir gleich mal weiter hier. Scheißegal wegen den Dingens und so. Das ist einfach lacker. Geht raus und spielt ordentlich Fußball. Und ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. Weil wir haben ja eigentlich schon alles gewonnen, ne? Ja, komm. Ich hör mal kurz bei den Toren noch an. 3-0 liegen wir hinten. Das passt natürlich super.
Los, er zeigt es ihnen. Jetzt verletzt sich Rubier. Ach du Scheiße. Eins haben wir verloren. Jetzt doch eine Niederlage am vorletzten Spieltag. Na super, ey. Naja. Ist schon scheißegal. Wichtig ist, ich will die 100 Punkte. Hätten wir heute schon klar machen müssen. Teamleistung, bester Spieler. War auch richtig schlecht heute. Und Lopez hat immerhin jetzt noch die Chance. Muskelfaserriss eine Woche. Wird schon noch keiner gesperrt, ne? Ne, sieht nicht so aus. Ach, ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, TKVPK Gamer TV spielt den Fußball Manager 13. Bis dann.